Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 Beta-Version. Yay. Wir sind zurück auf Naboo Seed. Ich habe zwischendrin mal ein paar Kisten geöffnet. Zwei, um genau zu sein. Und zeig jetzt mal den Officer. Ich habe keine Ahnung, View Abilities. So was hast du denn? Battle Command. Inspire your squad by using a battle command that allows your allies. Okay, du verringerst den Schaden, den man bekommt. Eine Flashgranate, okay. The Flash ist der Blinds, genau. Und einen Turret kann man setzen. Naja, wird garantiert nicht mein Lieblingscharakter werden. Wir sind nur zu 8 und brauchen 12 noch. Okay. Han Solo kann man nicht, kann man nur auswählen. Place Nito 13, okay, ja, es gehen immer mehr Leute raus. Quit, ja, ich möchte quitten. Und woanders reinkommen am besten, in den anderen Galactic Assault. Wenn ich Glück habe, komme ich dann da auch rein. Und ja. Hier sind wir wieder. Nein, Quatsch. Play. Quatsch. Multiplayer Galactic Assault. Also an das Menü muss ich mich noch gewöhnen. Zack. Wieder in der Booth Heat. Ja. Aerial Units are the only characters with a jetpack. Ja, cool, würde ich sagen. Spielt also hier während der Klonkriege. Jetzt sind wir ein Druide. Naja, der hat genau die gleichen Fähigkeiten als Officer. Und naja, bin mal gespannt darauf, was der hier so kann. Okay. Okay, hast du eine Blichknarre? 150 Leben, genau wie der Assault. Was die Fähigkeiten können, haben wir uns ja vorhin schon angeguckt. Der ist schon mal ziemlicher Teamplayer, so zack. Dann stellen wir die mal. Okay, man kann R1 gedrückt halten, um das um Selbstzerstörung beim Turret einzuschalten. Und das ist ziemlich praktisch. Ja. Hier hinten will auch keiner rumlatschen, oder? Nee. Ich würde sagen. Kill Assist, okay. Down, schade. Kommen wir denn, Hansa? Ich hab 1000 Battle Points bekommen. Cool. Okay. Also das Turret gefällt mir tatsächlich sehr, das wir hier haben. Let's Assault. Zack. Der Rest ist... meh. Gegnerische Officers. Ja, hab ich keine Chance gegen. Der ist tatsächlich, der Officer ist nur stark, wenn er gemeinsam mit irgendwem irgendwo hinlatscht. Habe ich so das Gefühl, den müssen wir beschützen. Ich hoffe, ich habe den jetzt geblendet damit.
Ich stelle einfach mal das Turret hin. Schieß. Los. Yay, wir haben den ersten Wegpunkt passiert. Für die, die kein Englisch können. Ich klatsche einfach mal rum, in der Hoffnung, einen vereinzelten Klon zu treffen. Das Autoblasterfeuer gehört höchstwahrscheinlich zu uns. Hier ist kein Klon zu sehen. Okay, da hinten war einer, den habe ich tatsächlich gedamaged. Zack. Nicht geschafft. Der lebt immer noch. 1900 als Officer. Okay. Also so langsam verstehe ich den Officer. Ich weiß nicht, ob der hier bei den Druiden so eine gute Wahl ist, wenn man was einnehmen muss. Ich glaube eher nicht. Deswegen. In der ersten Runde müssen wir zwar den MTT verteidigen, aber der bewegt sich ja, deswegen. Gestorben, heißt, die muss ein Klon in der Nähe sein, würde ich sagen. Klon da hinten. Shit. Verdammt! Nein. Zack. Oh, wenn ich... Zack. Noch mehr Battle Points bekommen. 2700. Ja, jetzt zeige ich euch in der Runde am besten mal Darth Maul oder sowas. Das ist meine Intention. Okay, ja, das Turret steht nicht mehr. Ist jetzt. Ja, ich bin gerade ein bisschen still, weil ich mich aufs Spiel konzentrieren muss. So als Lava. Das war okay. ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also ich werde viel, viel Beta-Gameplay aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt spielen werde, ohne dass ich aufnehme. Das heißt nicht, dass ich weniger spiele, sondern das heißt eigentlich mehr, dass ich weniger, dass ich mehr aufnehme. Dass ich aktiviere strategische Control Circuits. Schaltkreise. Meine Übersetzungsfähigkeiten sind dezent eingeschränkt. Tschüss. Ich glaube, ich kann das auch wieder mitnehmen, oder? Genau. Wenn es keinen Schaden genommen hat, kann ich es wieder mitnehmen und es muss ich nicht wieder aufladen. Deswegen kann ich das hier noch an andere Punkte dann wieder setzen. Zack. Ich gehe jetzt hier in ein Gebiet mit mehr. Klon. Zack. Can't deploy, wunderbar. Zack. So. Okay, jetzt mal hier. Stell hier mein Turret hin. Activating Turret.
Turret hat noch ordentlich was rausgerissen. 1300 Battle Points habe ich schon. Zack. So. Und Gott, ist dieses Gelatsche nervig, ey. Also das Hingelatsche tatsächlich ermüdet immer wieder. Vor allem hier, wie gesagt, als Officer, der nicht so für die große Action gedacht ist. Wenn man so mit ein, zwei Officern irgendwas verteidigt, dann... Kill-Assist für den Starfighter bekommen, den ich abgeknallt habe. Oder besser gesagt, auf den ich aufgeschossen habe. Wirklich viel abknallen kann da ja nicht die Rede sein. Zack. Wieder gekillt. Oh, darf mal. Pff. Alter. Huch. Da waren hier überall Klone. Das habe ich nicht gesehen. Aber ja, ich spiele weiter als Officer. Hm. Wie gesagt, es geht ja darum, euch die Klassen vorzustellen, sie euch zu zeigen. Seitdem haben wir die Drohnen, das sieht, glaube ich, nicht so gut. Verdammt. 4100 schon, sehr gut. Ich spiele weiter als Officer. Und ja, ich möchte nicht so stark die... Huch, bin ich hier gelandet. Ich möchte nicht so stark die alten Helden spielen. Werde ich natürlich spielen, wenn ich euch die anderen schon gezeigt habe, werde ich sie vielleicht auch mal wählen. Will ich nicht extra warten, bis die verfügbar sind, wenn ich die Punkte habe. Die natürlich immer bevorzugt. Zack, so. Hi. Ich mein Turret zurück, genau. Geht alle hier rein. Riding. Ja, damit. Kill Assist. Vorhin, zack, zack, zack. Weg mit dir. Great Attack. Secure the throne room. Ja, das wird an die separatistische Armee fallen. Toll. Zack. So, 2000 Battle Points bekommen. Spielen wir als Darth Maul. Oh, ich sollte nachgucken, was der für Fähigkeiten hat, bevor ich den spiele, aber egal. Also ich weiß, dass er einen Lichtschwertwurf hat. Genau, L1. Damit kann er gegriffen diesen komischen Sprungangriff hat er. Okay. Oh. Da. Wenn man als Held durch die Gegend geht und den Typen wegkassiert. Okay, wir haben Raider. Okay, muss Ray. Ray ist down. Sehr gut. Ja, mit Maul.
Maul einfach gar nicht drauf achten, wie viel Damage man frisst, einfach reingehen und rasieren. Ich bin dritter Platz, hab 16 Kills und 9000 Punkte. Ja. Dafür ist Maul gut. Zack. Jetzt haben wir die strategischen Kontrollzonen aktiviert und Victory! Ja, dann werde ich diesen kurzen Part als Officer und Darth Maul beenden. Ich will ja schließlich noch mehr aufnehmen. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich tatsächlich bis zum Release. Was haben wir? Bin ich dabei oder nein? Muss ich viel zu viele Parts aufnehmen. Über 30 Parts. Damit ihr täglich einen Battlefront 2 Part habt bis zum Release. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, möge die Macht mit euch sein und tschüss.